Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu doch recht fortgeschrittener Stunde, aber ich wollte diese Woche Persona 3 beenden und das letzte Mal haben wir ja schon sozusagen den, wie soll ich sagen, also wir haben es ja fast geschafft, aber es war dann doch zu spät und ich dachte mir, komm, jetzt ziehen wir es durch, jetzt beenden wir endlich diese Tartarus-Tortur und werden uns jetzt mal Nyx stellen, oder Nyx, es wird ja Nyx ausgesprochen und nicht Nyx. Aber ja, das machen wir jetzt. So, das letzte Mal haben wir schon zumindest Jin besiegt, aber uns fehlt ja noch, wie heißt er, Taketa oder irgendwie sowas. Okay, gut. Das ist gut. Ja, super. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Ne? Also jetzt kleine großen Einleitungen, ich würde sagen. Ne? Los geht's. So, da haben wir unsere Grüppchen. Allen geht's noch gut. Was wir uns auf jeden Fall merken müssen, ist bei den Typen jetzt, bei dem Sektenanführer Charles Manson 2.0. Ja, wir müssen einfach, wenn er sich auflädt oder wenn er sich konzentriert, auf jeden Fall ablocken, sonst haben wir keine Chance. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh, so geil. Tartarus, Oberseben. Ja, wie erwartet ist dort Takaya. Wir überspringen das mal, weil im letzten Stream hatten wir das ja schon. Ne? Also deswegen, wenn euch interessiert, was ihr hier zu sagen habt, guckt einfach die letzten Folgen an. Ich habe die ja bei YouTube hochgeladen. Also ich gehe mal davon aus, dass man solche Sachen im besten Fall relativ chronologisch schaut. Außer die Tartarus-Abschnitte überspringen wir wahrscheinlich, aber das ist jetzt ja Story. Ne? Ja, lach ruhig. Aber wie gesagt, seine Persona ist immer noch geil. Doch so gechillt aus, ne? Dafür, dass er das sterben wird. So, dann wollen wir mal. Also. Ja, ne, so. Concentration. So, Concentration ist das richtige Wort. Das brauchen wir auch hier, ne? Viel Concentration. So, meine Güte, die wackelt da mit ihrem riesigen Bogen rum. Das ist ja schon fast anstößig. Einmal und los. Ja. Gut, heute haben wir wieder ein bisschen mehr Kraft oder so. Ich meine, ich bin zwar ganz schön geschafft heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die Hitze ist auch unerträglich, muss man wirklich sagen. Deswegen habe ich gefragt, ob man die Klimaanlage hören kann. Aber nein, kann man nicht. Das ist schon mal gut. Es ist trotzdem warm, ne? Aber naja, gut, das ist ja auch ein hitziges Finale hier, ne? Da wollen wir natürlich jetzt auch gucken, was uns auch so Feines erwartet. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal auf jeden Fall die Abwehr erhöht. Wir machen immer so Abwehr und Angriff. Ausweichrate ist Blödsinn, also, weil. Naja. Ah ja, jetzt kommt's. So, jetzt ist er konzentriert, der Sack. Deswegen werden wir uns jetzt mal alle verteidigen. Also, wir wollen jetzt keine Risiken eingehen, das dauert dann zwar ein bisschen länger. Ich finde es aber lustig, dass das so die Verteidigung sein soll. Ja, da kommt jemand mit einer riesigen Attacke auf mich zu, die alles verheerend ist. Ich halte einfach meinen Arm hoch. Und das war's dann. Das reicht aus. Aber müsste ja was bringen, ne? Oh, sehr gut. Also, super schaffbar. Also, richtig gut schaffbar. Muss man nicht mal sagen. Ich bin ja immer noch konzentriert. Dann hau mal Zio dein. Nee! Du Arsch! Nicht ausweichen! Ja, dann sind wir nachher ja eigentlich mit Strega fertig. Das heißt, also, die letzte, die uns dann im Weg steht, ist ja Nyx. Oder Nyx. Das wird ja im Englischen Nyx, aber ich sag trotzdem Nyx. Ja, ne? Sie bleibt und es wird immer für mich Nyx bleiben. Ne? So. Bin echt mal gespannt, wie die aussieht. Ne? Kann ich mir dann so ein göttliches Wesen vorstellen? Ne? Vielleicht so ein hochschwangerer Gigant oder sowas. Okay, jetzt geht er wieder auf die Schwächen. Oder doch nicht, denn das war natürlich ziemlich dumm. Erstmal Seal Dein. Traf das überhaupt? Ich glaube schon, ne? Doch, das trifft schon, ja. Dauert nur ein Weilchen. Aber ich muss ja nicht mal irgendwie die Gruppe jetzt heilen, weil da ist noch so viel Leben vorhanden. Das dürfte eigentlich ausreichen. Jetzt haben wir den Flow raus, würde ich mal sagen. Viel kann da jetzt auch nicht mehr kommen. So, Abwehr umgekehrt, jetzt geht's los, dass die Abwehr langsam wieder nachlässt. Egal.
bedeutend Schaden. Haut Ruf! Megidola ist okay, aber das müsste jetzt nicht so hart sein und nicht so stark sein, weil... ja, gut. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Abwehr umgekehrt. Ne, provozieren wir wohl immer nicht. Der soll nicht noch stärker sein, als er eigentlich schon ist jetzt, ja. Jetzt kann Yukari gerne heilen. Ist in Ordnung. Ist okay. Soll ich trotzdem schaffen, ne? Ja. Wie gesagt, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. So, Angriff ist jetzt wieder oben. 416, ja, so muss das sein. Ich kann natürlich mit Plögen theoretisch auch noch seinen Angriff nach unten bringen, aber das finde ich blöd. Also, will ich ehrlich gesagt gar nicht machen. Heißt dann wieder eine Runde, ne, die ich dann verschwende dafür und es hält ja eh nur drei Runden an, also was soll der Schmarrn, ne? Ziodine, so. Wer leidet jetzt? Oh, was? Sag mal, die hält ja gar nichts aus. Ja, du bist jetzt... Ja, Kai hat's ja gut. Weißt du was, heil dich mal, genau. Heil mal alle deine Dings und wir hoffen einmal, dass du überlebst. Ne? Das ist jetzt einfach mal meine Spekulationsblase, die ich hier aufpuste. Ne? Anders umgekehrt. Ja. Irgendwann müsste der auch mal keine SP mehr haben, oder? Ja gut, Yukari hat echt gelitten. Das muss man eigentlich mal sagen. Aber, oh, scheiße, ich habe mich verdrückt. Das wollte ich nicht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Heilen, heilen, heilen. Ja. Also, der ist auch noch nicht spannend, ist der Kampf jetzt auch nicht, ne? Wenn man sie wäre, ist halt auch einfach nur irgendwie... durchhalten. Und immer schön drauf, ne? Ja, Angriff. Jo, auch nur ein Tankenspank. Schön. Tankenspank. Das trifft doch ganz gut eigentlich, ne? Ja, nervig ist, dass er jetzt so oft Megidola macht, ne? Also in dem letzten Kampf, also in der letzten Folge, im letzten Stream hat er, ehrlich gesagt, nicht so oft das ausgeführt. Jetzt macht er sich jede Runde eher. Ist ein bisschen nervig, aber... Ja, Yukari, du kennst deine Aufgabe. Einfach nur heilen. Nicht mehr und nicht weniger. So, und drauf da. Er hält halt so viel aus. Ich habe jetzt noch nicht mal die... Ja gut, das hat man auch schon hier. Ich spüre alle Enden, ja. Ja, dass du so ein paar... So wie du grinst, merke ich schon, dass du so ein paar Enden spürst gerade, ne? Also... Aber weißt du was? Ich mache mal die Ausweichrate hoch. Was soll's? Egels mal eh fast gar keinen Schaden. Muss man ehrlich mal sagen, jetzt mit ihren physischen Attacken. Oh, ist doch gut, Junge. Jetzt reicht's doch mal. Meine Güte. Meine Fresse. Yukari-chan is seriously hurt. Ist er jetzt... Ist, was ist, ne? Oh ja, Abwehr umgekehrt. Also, jetzt müssen wir wieder Abwehr machen. Ja. Ich sehe schon, die erste Stunde des Streams wird nur dieser Kampf sein wahrscheinlich, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich muss das halt mit Konzentration machen, weil sonst komme ich halt nicht voran. Das ist halt... Ja. Sonst gar nichts, ja. I cannot lose. Oh, du kannst schon verlieren, aber... Du solltest nicht verlieren. Ja, das war jetzt schwach. So, das kannst du öfter machen. Einfach irgendwie wild drauf losschießen, ohne Sinn und Verstand. Ach, ja. Ich glaube, die Folge kann ich dann auch so nennen. Den ganzen Kampf nenne ich Tank and Spank. Oh, ich warte trotzdem mal. Einfach nur.
damit die Zuru auch ein bisschen was abbekommt. So, das sind alle wieder full life. Wie viel Leben hat der Typ denn, ey? Auch für 10.000 oder so, keine Ahnung, aber es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Das ist 80, ist gar nichts. Uhu, dein natürlich auf die Person, die es am meisten trifft, nämlich. Okay. Naja, gut, sie lebt noch. Angriff umgekehrt. Concentration. Ja, weißt du, die Sache ist halt natürlich bei so einem relativ eintönigen Kampf, was soll man da groß noch sagen, ne? Also es passieren Dinge. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ne? Aber es ist halt immer das Gleiche, ne? Ist jetzt nicht so die größte Abwechslung aller Zeiten. Aber naja. Selbst wenn wir SP, wenn wir da nicht wirklich auskommen, können wir ja immer noch. Ich werde jetzt mal auf jeden Fall Angriff wieder erhöhen. Wenn die gleich den vollen Schaden machen. Ja, selbst wenn meine SP irgendwie alle gehen, habe ich ja immer noch Items, die das wieder regenerieren. Ne? Ja, Megidola. Ja, komm, das war doch. Das war doch nix. Also, von seiner Seite aus meine ich, ne? So, na dann, drauf da. Ach, Takaya. Bald bis futsch. Oh, was ist mit dem los? Okay. Jetzt rinne komplett durch. Ich höre Stimme in meinen Kopf. Ich werde zum Pleugen. Ich werde zum Pleugen. Ja, vielleicht sollte ich mit Treffer Ausreichrate. Ausweichrate. Alter. Schweres Wort hier. Schon erhöht. So. 80. Ja, komm. We are mere mortals. We cannot change our fate. Bist du sicher? You would be foolish to deny it. Warum? Also, man kann es ja mal probieren, oder? Also, kann ja nicht schaden, das mal zu versuchen. Also. Ach, gilt bereits, scheiße. Das war eine verschwendete Runde, nice, ja. So jetzt. Takaya hat sich erholt. So. Dann würde ich sagen, jetzt natürlich geht die, das ist perfektes Timing, jetzt geht die Abwehr natürlich runter. So ein Scheiß. Na gut, wenn die jetzt alle verteidigen zumindest, dann dürfen wir es doch hinbekommen, oder? Obwohl, warte mal, jetzt hier könnte ich nochmal Abwehr erhöhen. Komm. Im schlimmsten Fall stirbt Egelste, ja, kann ich wieder beleben. Ich will aber echt nicht, dass jetzt alle mir jetzt nacheinander krepieren, das wäre etwas ungünstig. Oh ja, doch, doch. Also. Alles gut, sie wird es überleben. Sie wird es überleben. Glaubt doch auch mal an die Fähigkeiten der Aegis, ne? So, jetzt machen wir den Megarama. Spannung! Die Spannung liegt im Raum. Ich glaube es kaum. Naja, mach mal jetzt. Angriff umgekehrt, ja, machen wir mal hier. Nochmal Ausweichrate, ja. Wir sind am Ende des Kampfes, hatte ich wieder eh wieder heilen. Also, das steht dann schon mal fest. Ja. So, Ziodine. Damit wir es diesmal wahrscheinlich wieder. Ah, okay. Ich dachte, es trifft vielleicht Yukari, aber. Diesmal nicht. Stopp! Also es wird noch dauern, bis er stirbt. Ich habe das Gefühl, bei jedem Treffer, selbst wenn ich aufgeladen bin, irgendwie nimmt er keinen Schaden, so wirklich, ne? Das ist immer so wenig. Ist konzentriert. Ja. Dann hau einfach drauf. Keine Gnade mit dem Arsch. So, jetzt sind wir gleich bei ein Viertel, was noch übrig ist, ne? Also, wir kommen der Sache näher. Wir kommen dem Ende näher. Okay, das ist schlecht, aber er hat doch... Oh Gott.
Nee, ist okay. Er hat sich nicht aufgeladen. Ich überlebe es, wenn er sich nicht konzentriert. Das ist das Problem. Wenn er sich konzentriert und das Ding dann raushaut, dann ist es tödlich, aber... Aber so haut das schon. Als über Mediarama. Also wir kommen voran, aber sehr, sehr langsam. Also ich sehe schon, dieser ganze Kampf wird wirklich eine Folge werden. Ne? Wir sind jetzt bei 15 Minuten Stream. Und ich hänge nur noch an diesem spannenden, abwechslungsreichen Kampf. Ich bin böse, es tut mir leid, aber es ist halt... Naja. Ist halt jetzt nicht so geil, ne? Ich meine, ich mag so die Idee von Strega und sowas, ne? Wie sich das so aufbaut. Das ist schon ziemlich cool gemacht, so ist es nicht. Ne? Aber die Kämpfe sind nicht so der Hammer. Ne? Er wurde geschockt. Sehr schön. Weißt du was? Iges kann sich mal selbst heilen. Der hat doch die Arana, ne? Oder so. Haut einfach auf den Typen drauf, der hat's verdient. Konzentriert. Oh, ja. So, ja, Bukudai macht nur noch am meisten Schaden. So, komm. Seems we are destined to be in opposition. Yeah. How can you summon such power, even in the face of death? Ja, lass mich doch, ne? Ich bin halt ein sehr kraftvolles Individuum. So ist das halt, ne? Also, ist etwa neidisch oder was? Nur bei ihr beiden, also ich sag mal so, eigentlich wäre es für die beiden ja sinnvoll gewesen, zusammen zu kämpfen. Also, ist eigentlich irgendwie lustig, dass sie trotzdem getrennt gekämpft haben, ne? Also eigentlich ist das so taktisch total sinnlos. Dann würde doch eigentlich... Okay. Man würde doch eigentlich seine... Das ist schlecht. Seine Kraft verbinden miteinander. Ah gut, Pleugen lebt noch, das ist Hauptsache. Ja, komm hier. Überlebe. So, konzentriere dich. Lass dich davon nicht abwimmeln. Ja, deswegen heilen wir sie jetzt. Oh, na gut, es kann natürlich sein, dass Aegis jetzt stirbt, aber die können wir nur wiederbeleben. Kommt natürlich drauf an, wir sind nicht auf Aegis jetzt drauf, ne? Du Arschloch! Ach, okay. Lassen wir Aegis sterben. Jetzt mal ganz, oder? Weil ich muss mich jetzt verteidigen und ich werde jetzt allen nochmal Verteidigungsbuff draufgeben. Müssen wir sie jetzt sterben lassen, dann ist es halt so. Ja, die können wir gleich wieder beleben, ist alles gut. Kriegen wir hin. So, steh auf. Ja, ja, kriegst du. Oh, Abwehr da gut. Ist okay, Aegis, ne? Du musst dich mal fürs Team opfern, das gehört auch dazu. Ne? Man kann nicht immer nur an sich denken, man muss auch mal so ein bisschen selbstlos sein. Ja, ist okay. Damit habe ich gerechnet. So, das heißt, Recarm. Das heißt natürlich, dass Aegis... scheiße. Ist egal. Aegis muss da mal ein Heil-Item in die Runde werfen. Passt schon. Bin ich konzentriert? Immer noch nicht. Mein Mana wird doch langsam knapp jetzt. Also... Nein, nee, nee, nicht die Arahan. Quatsch, ja. Hau rauf, wir müssen ja mal ein bisschen Schaden machen trotzdem, ne? Also... Ja, wir nerven uns jetzt. Oh, meine Fresse! Lass die Arme doch einfach mal in Ruhe. Aber gut, solange er jetzt nur wirklich Aegis anpeilt, ist mir das eigentlich recht. Also jetzt klingt zwar böse, also nichts persönlich gegen Aegis, aber besser als wenn er die ganze Gruppe mit Megidolan angreift. Weißt du? Das ist ja eher das Problem. Argentine, er leidet mir jetzt. Jetzt kommt Mitsuru dran, ne? Oh, du bist so nervig, Junge.
Ach, ist der Typ nervig, Alter. Jetzt rastet er doch irgendwie aus, ja. Ach, jetzt sieht er schon hier. Ich weiß was nicht. Ich hab keine Ahnung. Ja, okay. Aber bei ihr muss es noch. Na gut, die wird jetzt sterben jetzt. Ja gut, die werden jetzt alle sterben wahrscheinlich. Warte mal. Mediarama. Ich riskier's mal. Also, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann sterben die wahrscheinlich trotzdem, auch wenn ich mich verteidige. Plögen muss ich verteidigen, wenigstens einer. Überlebe ich, oder? Scheiße. Ja, das sieht nicht gut aus. Aber wir haben doch hier beleben... allen... du da. Ja! Ja, ne, das ist alles schon ziemlich scheiße. Muss man eigentlich mal sagen. Warum ist er auf den letzten Meter nochmal so nervig, ne? Arschloch! Es ist sinnlos hier. Also wenn Plugin stirbt, dann werde ich es mir jetzt auch scheiße, dann werde ich das wieder nochmal aufladen. Ist egal. Also ich habe jetzt keinen Bock, den Kampf 5000 Mal zu machen, also. Komm, ist egal. Scheiß drauf, jetzt ganz ehrlich. Also es ist halt wahrscheinlich auch nicht spannend dazu zu gucken, muss man halt ehrlich mal sagen, ne? Also ich kämpfe schon seit 20 Minuten, das ist halt immer das Gleiche. Ich wollte es zwar nicht machen, aber komm, also. Irgendwann müssen wir mal fertig werden. Ist es nicht böse gemeint, aber. Irgendwann reicht's mal. Weil, wie du schon sagtest, Priestin, es ist nur ein Tank und Spank, ja. Es ist halt einfach. Ja. Es ist halt einfach nicht spaßig. Aber gut, es wird. Mit Persona 4 wird's wirklich besser. Also, ich habe da, was das Kampfsystem betrifft, so generell so den. Ja, also generell die ganze Kampferfahrung, ich habe da eigentlich sehr, sehr positive Erinnerungen dran, sagen wir es mal so. Ja. Aber Fakt ist halt, ich will jetzt, deswegen mache ich das jetzt auch, ne? Ich will jetzt halt nicht nochmal irgendwie 20, 25 Minuten den gleichen Kampf spielen. Ach, scheiße. Ja, weil sonst, ja, sonst sind wir schon wieder bei fast einer Stunde, die an einem Kampf hängen, ne? Und das ist ja nur so ein Zwischenkampf-Ding da. I let my guard down. Let your guard down. Oh yeah. Ja, ist okay. Ich muss den Kampf auch nicht nochmal sehen, ja. Geht mir auch so. Ja, ist halt, ne? Am Ende ist es halt, ich sag mal so, wäre wahrscheinlich was anderes, wenn ich das offline spielen würde, aber ich glaube, wenn man das eben, ja, sowas viel macht, dann möchte man ja irgendwie schon, ja, auch ein bisschen Fortschritt sehen irgendwo, ne? Und das ist halt so eine Sache bei dem Spiel. Fortschritt ist was sehr, sehr Langsames und hart Erarbeitetes. So, ein bisschen konzentriert, meine ich. Rauf da jetzt, los, komm, zack, zack, zack. Stirb jetzt endlich, Junge. So, Plögen auch nochmal drauf. Ja, komm. Ach, natürlich konzentriert er sich nochmal. Muss ja nochmal sein, ne? Ah, ich will nicht, dass Egel stirbt. Ich will nicht, dass Egel stirbt. Ich weiß, die anderen haben noch Maratakuya oder so. Aber ich will Egel wenigstens dann pushen. Obwohl die das trotzdem nicht überleben dürfte, glaube ich. Na, jetzt kommt Abwehr umgekehrt. Willst du mich verarschen? Warte mal. Komm, zum Scheiß drauf. Rauf da. Nein!
Okay, ich habe mich verkalkuliert, das war schlecht. Egal, das war's. Ah, leck mich doch am Arsch hier, ich hasse es, wirklich. Es ist, jetzt hau drauf hier, Mann, da sind die letzten Kack da, die letzten Kack-Erfahrung, hier Lebenspunkte. Jetzt stirb endlich, Mensch, da sind doch nur noch so 200-300, oder? Jetzt nervst du natürlich wieder Egel. Meine Fresse, wie penetrant kann ein Mensch sein? Stirb doch mal, Junge! Mensch! Stirb. Endlich, so, bist du tot? Na gut, die anderen kriegen jetzt natürlich die Erfahrungspunkte. Ist egal, scheiß drauf. Ist egal, was soll's. Mein Ego ist. Ja, ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Viel reißen werde ich jetzt eh nicht mehr können, so von den Erfahrungspunkten her. Ist egal. I have failed, haven't I? Yes. There is nothing more I can do. Ja, gib einfach auf, das kannst du tun. Kill me. Aber auch jetzt werden wir uns dagegen entscheiden, ihn zu töten. Are you scared? What a peculiar question. You know nothing of death if you think that it is something to fear. What do you mean? You fear it, because you do not understand it. Ja, da hättest du dich doch gleich aus dem Fenster stürzen können, oder? Du hättest uns viel, ja, Arbeit ersparen können, aber naja. I will not explain to you any further. Ist ja gut. There's no honor in taking the life of someone who can't move. You will live to see if what you wished for comes true or not. Yeah, lie there and repent for what you've done. Ja, und dann erholt er sich und macht irgendeine andere Scheiße, dann beschwört er irgendeinen anderen Gott oder was, der auf die Erde kommt und alles zerstört. You are all so odd. Oder bringt er sich jetzt selbst um? Alle blicken nach oben jenseits der Treppe. We're finally here. Up ahead is the top of Tartarus. Ja, endlich. Oh, the promised place Ryoji spoke of. Dass ich das noch erleben darf. Die Spitze vom Tartarus. Let's wow. Regroup for the final battle. Ja, komm. Schön, ey. Wirklich. Suchst du die Jesus-Pose hier. Er scheint bewusstlos zu sein. Also sehr elegant, muss man ja mal sagen. Ne? Und dann nach oben. So. Möchtest du lieber erst einmal zum Eingang zurück? Ja, ich will speichern. Das würde ich gerne machen. Also das wäre schon... So. 70 Stunden. Und davon wahrscheinlich 60 nur im Tartarus abgehangen. So, komm. Auf geht's. Das war so lustig, wie er da liegt, also wirklich. Lass jetzt einfach so seine Leiche da liegen, oder? Sehr gut, er ist ja bewusstlos, aber ist seine Gruppe stimmungstechnisch jetzt nicht im Arsch? Das ist eine gute Frage. Ne, sind alle gut drauf. Ja, das wär's jetzt noch. Ne, sind alle gut drauf. Ist doch in Ordnung. Zum Glück. Na dann, Spitze des Tartarus. Bist du bereit? Ja, versuchen wir es mal.